Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Erben der Erde, Folge 5. Ja, und ich hoffe mal, dass wir heute mal ein bisschen Progress machen. Weil sonst fängt sie das an, mal wenig zu ziehen, denke ich. Das ist nicht unbedingt gut, wenn ich das mal sagen darf. Also, es soll hier Tipp des Tages irgendeinen Händler geben in dem Dorf. Wo? Dementsprechend ich mit meinen 15 Goldstücken, die ich habe, auch was erreichen kann. Warum ich das jetzt brauche, weiß ich nicht, habe ich jetzt einfach mal erfahren. Ich tue das jetzt einfach mal. Und es soll tatsächlich beim Heiligtum was passiert sein, was ich nicht gesehen habe. Das gucken wir uns gleich an. So. Hallo? Ich hoffe, dass wir mit diesen Frettchen weiterkommen. Ach, das ist das Dorf der Frettchen. Was mir raten, da ist wieder nix. Lass mir raten. Ja, ja, komm, das lassen wir rein. Jetzt sparen wir uns. Wenn irgendwann mal ein Haus wirklich wichtig ist, dann falle ich da halt drauf rein, mein Gott. So. Verzeihung. Ja. Welches Dorf ist das hier? Das ist das Dorf der Frettchen und die Heimat der Handwerkergilde. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis später. Okay. Das heißt, wenn ich hier irgendwas bezahle, kriege ich hier irgendwas von so einer Art Handwerker, ja? Okay. Dann muss ich aber nur irgendwie, wo ist denn hier irgendwo sowas wie ein Laden? Also... Levelstruktur ist echt. Meine Güte. Das will ich nicht eigenwillig nennen. Das will ich extravagant nennen. Weil du läufst dir ja irgendwann ein Wolf. Oder, Achtung, Fuchs. Geh zu Arbeiter. Hey, war ich das schon? Also groß ist die Ecke doch hier nicht. Oder sind mehrere Leute? Erzählst du was anderes? Entschuldigung? Ja. Na ja, gut. Nun, dann entschuldige bitte die Störung. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Ja. Ich hoffe, hier passiert wirklich was. Wenn ihr mich hier verkackeiert, ja? Ist da irgendwas? Ist doch alles nichts. Meine Güte. Wäre auch mal schön, wenn es so ausgeschildert wäre. Wäre das ja egal, wie weitläufig das ist, aber so ist ja wirklich, du läufst dir ja hier ein Wolf sondergleichen. Und da ist gar nichts mehr vom Dorf. Das ist eigentlich schon wieder ideal, um sowas rauszuschneiden. Meine Güte. Das lädt sich bald dazu ein, dass ich irgendwie stundenlang irgendwas anderes erzähle, glaube ich. Weil hier passiert ja echt nichts. Meine Güte, ey, das ist also... Boah. Wie kamen die auf so einen Scheiß, sowas zu machen? Wahrscheinlich wieder in der hinterletzten Ecke passiert irgendwas. Ja, vor allem, wenn jetzt irgendwas ist, wo es irgendwo rein soll, dann sehe ich das sowieso nicht. Ja, wo gehen die denn hin? Was ist das für mich der Hinweis, den mal einfach zu folgen? Irgendwie auch ein bisschen unkoordiniert. Halt! Da ist ein Fenster. Guten Tag. Ha. Darf ich euch meine Glaswaren vorführen? Nein, danke. Die Synchronstimme von Ben Kingsley, ich trau dir nicht. Ich trau auch keinen Glasmachern. Seit Loom nicht mehr. Deine Glaswaren sind sehr schön, aber es sind Informationen, die ich brauche. Informationen? Dies ist kein Auskunftsbüro. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann schlage ich vor, dass ihr weiterzieht. Er ist so konzentriert.
Ich fürchte, dass er nur über Kohle reden würde. Ist das was? Ich bin sicher, dass das sehr interessant ist. Habt ihr Interesse an Glasware? Dieser Genosse hat vielleicht die Antwort auf unser Problem. Ich fürchte, dass er das versehentlich ins Feuer werfen würde. Okay. Boah, das heißt doch jetzt, dass es hier auch, es gibt auch mehrere Läden, oder was? Na komm, geh doch da raus. Alter. Ein ganz normales Fenster. Hey, das bin ich. Ja, was für eine Überraschung in einem Spiegel. Toll. Das ist also so hier. Müssen wir tatsächlich jetzt die Häuser uns angucken, oder was? Oh. Na, super. Dann haben wir ja Unterhaltung. Das ist ja mal richtig geil. Okay, du siehst mir sehr aus. Säcke? Hast du Gips? Nein, ich liebe ihn, deshalb habe ich so viel davon. Verstanden? Du fragtest, hast du Gips? Ich sagte, ich liebe ihn. Das war ein Witz. Knaller. Ja, sehr spaßig in der Tat. Lass mich das anders formulieren. Kann ich hier Gips bekommen? Brech dir einen Arm und geh zum Arzt. Da kriegst du einen Gips. Na, schon. Verstanden? Das war ein Witz. Du fragtest nach Gips. Ich weiß, was ich gefragt habe. Okay, okay. Ich liebe ihm gute Witze. Ich kann mir einfach keine Gelegenheit entgehen lassen. Natürlich habe ich Gips. Ich habe großartigen Gips. Schnell trocknen, super hart, der beste auf dem Markt. Kostet nur 15 Goldstücke pro Sack. Welch Zufall. 15 Goldstücke, was? Gerade genug für einen Sack Gips. Wie klingt das? Warum so teuer? Mein gutes Frettchen. Du und ich, wir wissen beide, dass die Gewinnspanne bei Baustoffen sehr hoch ist. Könntest du keine Ausnahme machen und den Preis für einen Sack senken? Auf wie viel? Vielleicht auf 7 Goldstücke? 7 Goldstücke? 7 Goldstücke? Das ist der beste Witz seit Wochen. 7 Goldstücke. Offensichtlich ist dieses Frettchen nicht in der Stimmung zum Handeln. Das hast du gut erkannt, glaube ich. Vielleicht würdest du gegen etwas anderes tauschen wollen. Tut mir leid, ich tausche nur gegen Bargeld. Wenn du etwas Wertvolles hast, dann geh und verkauf es. Wenn du dann wiederkommst, kannst du den Gips kaufen. Ach, das war der Hinweis, wie man an Geld kommt, ja. 15 Goldstücke? Warum so teuer? Hey, das Zeug ist nicht billig, weißt du? Das grenzt ja schon an Straßenräuberei. Wenn dir meine Preise nicht gefallen, kannst du ja woanders hingehen. Ich repräsentiere den Waldkönig und ich glaube nicht, dass es ihm gefallen wird, wenn du seinen Soldaten zu viel Geld abverlangst. Der König kann mir meine Preise nicht vorschreiben. Abgesehen davon hat er Besseres zu tun, als sich über den Preis von Gips Gedanken zu machen. Du möchtest doch bestimmt nicht den König der Keiler verärgern. Zu seinen Feinden kann er sehr ungemütlich werden. Wir versorgen den Keilerkönig mit vielen Dingen. Dinge, auf die er sicher nicht verzichten möchte. Er will sich in unsere Geschäfte nicht einmischen. Nein, ihr drei könnt mich mit euren Drogen nicht einschüchtern. Steht da, versuche den Gips mal dazu bekommen. Nun gut, wenn du uns den Gips nicht zu einem anständigen Preis verkaufen willst, dann kaufen wir ihn eben woanders. Dann wünsche ich euch viel Glück. Meines Wissens bin ich der Einzige hier in der Gegend, der Gips verkauft. Jedoch könnt ihr es natürlich gerne versuchen. Und genau das werden wir tun. Ja, das ist natürlich Unsinn. 15 Goldstücke, was? Gerade genug für einen Sack Gips. Wie klingt das? Ein Sack Gips, bitteschön. So, haben wir. Schön. Es gibt nichts Langweiligeres als einen Sack Gips. Aber wir haben ihn. Nur eine ganz normale Holztheke. Kann er es eben mitnehmen? Dieser Gips kostet 15 Goldstücke, nicht mehr und nicht weniger. Das ist zu schwer zum Hochheben. Nicht sehr unterhaltsam. Na gut, was willst du hier erwarten?
Spaten, guck mal, du bist ein Spaten. Gute Wahl, die ist noch billiger als die andere. Gute Wahl, die ist noch billiger als die andere. Gute Wahl, das ist das heutige Sonderangebot. Kostet aber bestimmt trotzdem Geld. Gute Wahl. Ja, ja, genau. Das bringt uns nichts. Kommen wir hier wieder raus. So. Jetzt frage ich mich natürlich schon. Jetzt haben wir einen Sack mit Gips. Den Tipp habe ich ja bekommen. Gibt es hier noch irgendwas, was man sich hier angucken muss oder sollte? Oder? War es das schon mit den Läden? Ich guck mal, jetzt sparen wir uns aber diesen Block hier mal an. Und dann würde ich sagen, dann mache ich zum ersten Mal mal einen sinnvollen Cut, indem ich nämlich sagen würde, wie ich hier rumrenne, zieh los. Das sparen wir uns dann einfach mal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Heiligtum direkt wieder. Was hat denn hier? Schubkarre. Als Kinder haben wir damit gespielt. Okay. Da, wo ich hingehe, würde mich die nur behindern. Ziegelsteine? An den Ziegelsteinen ist absolut nichts Ungewöhnliches. Kann ich die mitnehmen? Ich trage doch schon so viel. Na, woher? Eimer? Ein schöner Standardeimer. Nö, da ist noch frische Farbe am Griff. Haha. Das ist auch wieder ein Raum, der total sinnvoll ist, ja? So, haben wir da noch irgendwas in der Ecke? Schön. Sieht sehr heiß da drin aus. Das muss das Emblem der Handwerkergilde sein. Na, da ist mal niemand. Der Raum sieht allerdings schon wieder cool aus. Das bin ich ganz ehrlich. Das finde ich cool. Also. Aber es kann ja nicht Ziel sein, dass wir jetzt hier jedes Haus absuchen. Ne? Boah. Hm. Oh, jetzt ein paar neue Häuser. Gerade, ob ich euch noch ein bisschen mit dieser Reise mitnehmen soll oder sagen kann, komm, dann war's. Gehen wir einfach nochmal nach oben. Also, kostet das nur sinnlos Zeit und ich glaube auch nicht, dass uns das irgendwas weiterbringt. Weil den Tipp, den ich bekommen habe, war nur zum Thema Gips. Und ich mag ja vielleicht keinen Grips haben, aber Gips habe ich jetzt. Ah. Knaller, knaller, knaller. Ja, dann würde ich sagen. Ja, mal gucken, ob das der Weg ist, wo wir hier rauskommen mit. Ich kann ja doch mal eben zum Heiligtum gehen. Kommt auf die Sekunden auch nicht mehr an. So, da muss jetzt was passiert sein. Riff, geh da rein. Riff, du alte Wurst. So, wir gehen den Weg entlang. Kriegt ihr jetzt mal hier toll ein paar Minuten extra, ist das geil, ne? Freut euch, ne? Einfach mal einen Fuchs beim Laufen zu sehen, ist geil, ne? Ich könnte es ja ein bisschen verspannen nochmal. Na, jetzt seht ihr diesen Fuchs und er ist doch von der Queste, die die ganze Geschichte und alles Erdenkliche verändern kann. Wo soll denn hier was? Hä? Wir sind auf dem. Ja, ja, ja. Moment, kann man da hinten her? Sonst habe ich das Problem, geht's nämlich immer noch nicht weiter. Na, toll, das kann ich mir eben angucken. Hm, das riecht gut. Ja. Hier hat also die Kugel gelegen. Ich hoffe, eure Suche war erfolgreich. Gebt nicht auf.
Ja. Dann würde ich sagen, setze ich hier einen Cut und guck mal, wie es jetzt hier überhaupt hier weitergeht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss, übrigens.